Hallo Leute, willkommen im dritten Part des Vlogs. Zunächst erstmal eine Ankündigung. Wie ihr merkt, mache ich sehr viele Ankündigungen, also ja. Ich werde vom 27. Februar bis zum 5. März in Berlin sein, nämlich bei meinen Co-Agent Tien. Mal schauen, was wir alles machen werden. Es wird auf jeden Fall spaßig. Hey Tien, freust du dich schon auf mich? Hey Akito, natürlich freue ich mich, dass du bald bei mir bist. Ich meine, du bist eine Woche bei mir, wir können so viele Sachen machen, wir können essen, zocken, Sachen unternehmen. Das wird auf jeden Fall eine richtig geile Zeit. Und ja, wir sehen uns dann. Oh fuck! Warum? Yay! So much love. Egal, jedenfalls viel Spaß mit dem Vlog. Das war die Ankündigung. Ganz kurzer Stopp, ich habe etwas vergessen. Ich habe Aufnahmen gefunden, die sind ein bisschen früher. Also spulen wir die Zeit zurück zum 26. Dezember und play. Halt, halt, stopp, was soll das? Das ist viel zu weit. Und auf dem anderen Kontinent. Egal, jetzt richtig. Und heute wird ein actionreicher Tag. Denn heute probiere ich eine neue Sportart aus, die ich vorher noch nie probiert habe. Das Ziel mit meinem Bruder und meiner Cousine ist der Republic Wake Park. Für die Leute, die nicht wissen, was Wakeboarden ist, das ist diese Sportart, wo man praktisch surft und von einem Boot gezogen wird. Mit dem Unterschied, dass wir aber nicht von dem Boot gezogen werden. Zuerst mussten wir das Tutorial absolvieren, also praktisch den Anfängerkurs. Nachdem wir uns schon umgezogen haben, geht's auch schon zum Tutorial. Für euch habe ich extra einen Headstrip gekauft, damit ihr alles aus meiner Perspektive sehen könnt. So, nun beginnt mein erster Versuch. Schauen wir mal, wie ich mich halte. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen ängstlich am Anfang, aber es war leichter als gedacht. Nun ist mein Bruder dran, schau mal, wie er sich stellt. Oh, nicht so gut anscheinend. Egal, das nächste Mal schaffst du das schon, Bro. Diesen Kurs haben wir zur Sicherheit 3 bis 4 Mal wiederholt, damit wir uns gar sicher sind. Mein Bro hat es auch öfter versucht. Nachdem wir mit dem Anfängerkurs fertig waren, wollte ich mich endlich an die richtige Strecke wagen. Da ich es ja bei der anderen Strecke einhändig mittlerweile konnte, sollte ich diese Strecke auch können. Dachte ich jedenfalls. Und nun hier eine Aufnahme vom Wasser. Die ganze 8 Minuten läuft. Und warum, fragt ihr euch? Als ich ins Wasser gefallen bin, habe ich meine Kamera verloren. Wir haben eine halbe Stunde lang gesucht. Zum Glück habe ich einen Floater an die Kamera getan, da sie ja auf der Wasseroberfläche schwimmt. Nach einiger Zeit kam plötzlich ein anderer Wakeboarder zu mir und fragte, ob diese Kamera meine sei. Dankend nahm ich die Kamera entgegen. Und als ich dann wieder im Hotel war, habe ich mir die Aufnahmen angeschaut. Und nun gebt euch diese Aufnahmen. Nicht nur, dass der Typ mir meine Kamera zurückgegeben hat, sondern er hat mir auch ein paar Tricks zeigen können. Echt cooler Typ. So Leute, wir sind wieder in der richtigen Timeline. Das bedeutet, jetzt sind wir wieder im Jänner, also im neuen Jahr.
Heute gehen wir Canyoneering. Was ist Canyoneering? Canyoneering ist, wenn man zum Beispiel eine Schlucht oder bei unserem Fall einen Fluss entlang geht und auf verschiedenster Art und Weise vorwärts kommt. Also abseilen, abklettern, springen, rutschen, schwimmen oder tauchen. Der erste Sprung ist nicht wirklich hoch, ungefähr 5 Meter hoch. Jetzt muss ich euch was erraten, Leute. Ich habe Höhenangst. Besser hatte eigentlich. Nach der ganzen Sache hatte ich es nicht mehr. Jedenfalls, hier ist der erste Sprung. 5 Meter. Drückt mir die Daumen. Nach dem Sprung sind wir weiter den Fluss abwärts gegangen. Das ist die zweite neue Sportart, die ich jetzt probiert habe, Canyoneering. Das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und ich muss sagen, ich würde es jederzeit wieder tun. Okay Leute, jetzt kommt es zum Grande Finale. Die Sprünge davor waren vielleicht ein Klacks. Jetzt kommen wir aber zu einem Sprung, der 55 Fuß hoch ist. Das sind umgerechnet ca. 15 bis 16 Meter in die Tiefe. Ja, meine Gedanken dabei waren, shit. Nach diesem Sprung habe ich realisiert, Leute, dass es nie zu spät ist, seine Ängste zu bekämpfen. Der erste Schritt ist, sie sich einzugestehen. Hiermit melde ich mich vom dritten Part des Vlogs ab. Bis dann. Ciao.